Es ist halt wirklich ein ganzes Bündel von Gründen. Das ist zum einen natürlich die Zeit, in der es gesunken ist, dieser unglaubliche Fortschrittsglaube, den man am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte und der da durch diesen Untergang schon einen Knacks auch bekommen hat. Es sind aber auch die Gegensätze, die sich auf diesem Schiff vereinen. Auf dem Schiff waren einige der reichsten Passagiere der damaligen Zeit unterwegs. Es waren aber natürlich dann auch arme Auswanderer in der dritten Klasse. Die Titanic ist wie so ein Spiegelbild der Gesellschaft, das da mit untergegangen ist. Es gab auch eine ganze Reihe von deutschen Passagieren an Bord der Titanic, beziehungsweise deutschstämmigen Passagiere, wie beispielsweise Isidor Strauss, der zuvor mit seinen Eltern bereits nach Amerika ausgewandert war und dort zu großem Reichtum gekommen war. Er war mit seiner Frau an Bord der Titanic und ist dann auch mit dem Schiff untergegangen. Man geht dann zum Beispiel durch einen Kabinengang der ersten Klasse, man sitzt im Veranda-Café, man sieht eine Kabine der ersten Klasse, aber auch eine der dritten Klasse. Das ist natürlich sehr eindrücklich, weil man sich für einen Moment lang wirklich fühlt, als sei man auf dem Schiff und zusammen mit den authentischen Exponaten, das vermittelt schon einen sehr, sehr intensiven Eindruck.